Hallo auf Wohnzimmerkapitäne, hallo Seekräuter, willkommen zurück zum Crowdfunding, zur Ausgabe für den Monat Oktober. Und diesmal wollen wir es ein bisschen anders machen, wird auch ein Ticken länger, das Video habt ihr sicherlich schon gesehen. Und zwar wollen wir ganz kurz zurückblicken, einen Ticken vorausschauen und dann widmen wir uns der Crowdfunding-Auslosung sozusagen für die aktivsten Live-Chatter während unserer Streams im Monat Oktober. Also, fangen wir ganz kurz Anfang Oktober an. Ich war im Urlaub und plötzlich bekam ich die Nachricht, dass ich ja unglaublicherweise World of Warships Community Contributor werden darf. Und ja, ich habe mich mega gefreut und ja, wir haben es gebührend gefeiert, würde ich sagen, Anfang des Monats Oktober. Dafür möchte ich euch jetzt auf dem Wege auf jeden Fall unbedingt nochmal unheimlich viel und unheimlich doll Danke sagen, denn ohne euch wären wir das nie geworden, ja, und denn ihr seid ja quasi das Rückgrat des Contributors, der dafür gesorgt hat, oder ihr seid diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass jemand überhaupt Contributor werden kann, nämlich durch eure, ja, durch eure Begeisterung, durch euer Klicken, durch eure vielleicht auch Weiterempfehlungen und so eine Sachen, ist das überhaupt erst möglich geworden. Der nächste Schritt, den wir Anfang Oktober gemacht haben, ist das neue Design des Kanals. Ihr seht hier schon, die Thumbnails sehen hier noch mit dem gelben Rahmen aus. Da ist auch die Schrift ein Ticken heller gelb. Hier ist sie jetzt dunkler und wir haben jetzt ja alles ein bisschen entschlackt, weniger Worte drinne, sondern mehr auf Zeichen gesetzt und so eine Sachen. Unsere Domain seekrauts.de hier nochmal hervorgehoben, so ein bisschen. Das wollten wir jetzt unheimlich gerne damit tun. Wir werden auch in Zukunft halt unsere Thumbnail immer mal so ein bisschen anpassen. Ja, hier ist es noch mit der Kamera und den Fliegern und hier ist es jetzt mit Halloween und den italienischen Kreuzern. Also ihr merkt, da verändert sich immer ständig eine Kleinigkeit, die kriegt man gar nicht am Anfang so mit. Ja, im Laufe des Monats Oktobers gab es dann halt auch ja, neue SFX-Dateien zum Beispiel, die wir hinzugefügt haben. Oder eben auch neue Ränge in unserem Currency-System. Ja, Galionsfigur-Kuschler, Kojenwärmer, Bordkatzenpfleger. All so eine Ränge haben wir jetzt hinzugefügt, sodass ihr noch ein bisschen was zum Schmunzeln habt, wenn ihr den nächsten Rang dann aufgestiegen seid. Darüber hinaus haben wir tatsächlich die 2000 Abonnenten am Ende des Monats Oktober voll gemacht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir werden das gemeinsam natürlich mit euch gebührend feiern und haben uns dafür zwei spezielle Sachen ausgedacht. Und zwar zum einen wird es ein 2000 Abonnenten Giveaway Livestream geben und der wird stattfinden am 9.11. um 20.15 Uhr, also jetzt schon mal eintragen. Ich will noch nicht sagen, was es dann da so zu gewinnen geben wird, da müsst ihr euch dann schon überraschen lassen. Aber es ist nicht alles, es wird nämlich darüber hinaus auch ein Giveaway geben. Und zwar ein Giveaway nicht während eines Livestreams, sondern unter einem Video, was wir hochladen, wo ihr darunter kommentieren dürft mit euren World of Warships Ingame-Namen und ja, einer Sache, die ihr euch wünscht. Ja, solltet ihr gezogen werden. Ihr kennt das, wir haben das schon mal gemacht. Es ist schon ein bisschen her, das war das letzte Video in der Form auf und bei uns auf dem Kanal hatten. Darum wird es jetzt mal wieder allerhöchste Zeit, haben wir uns gedacht. Und vor allen Dingen richtet sich dieses Video auch an jede, die eben nicht an Livestreams teilnehmen können, weil sie beruflich unterwegs sind, weil sie Familie haben, weil sie an Livestreams kein Interesse haben, wie auch immer. Aber auch diese Menschen gehören natürlich zu uns als Abonnenten auf dem Kanal. Und deswegen wollen wir auch da an euch denken und euch die Möglichkeit geben, hier ein bisschen was mitzunehmen. Also, das wird dann auch demnächst bei uns auf dem Kanal verfügbar sein. Somit, wer sich jetzt dieses Video angeguckt hat, hat quasi jetzt ein bisschen, ja, eine Vorahnung, was so ein bisschen im Monat November passieren wird. Das ist aber noch nicht alles, denn wir haben im Monat November natürlich unser Ramadama Fun Event. Am 16.11. ab 19 Uhr diesmal schon werden wir für euch allerhand lustige Spiele parat halten und natürlich auch die ein oder andere Kleinigkeit verlosen. Mit dabei sind Pelzum auf Suistar zum Beispiel, Butterkeks ist dabei, Snay ist dabei, von uns aus dem Clan. Es sind noch viele weitere von uns aus dem Clan dabei, die mit euch zusammen spielen und Spaß haben wollen. Wir spielen hier Touchdown, Powerball, wir spielen Reise nach Jerusalem oder eben auch Wasserschach.
die Regeln und so weiter findet ihr alles ganz genau im Forum beschrieben nochmal mit dem, ja, einfach in dem deutschen Forum unter regionale Events gucken und dann findet ihr sämtliche Informationen. Ihr müsst euch dazu nicht anmelden, sondern ihr müsst einfach nur da sein auf dem Wargaming Teamspeak und zwar am, ja, was war das jetzt nochmal für ein Datum? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, am 16.11. Genau. Und dann schauen wir nochmal weiter voraus und zwar bis zum 30.11. Und da werden wir einen Charity-Stream veranstalten. Aber wir bieten nur die Plattform, denn derjenige, der tatsächlich sich da engagiert, ist Fallen13 und wir bieten ihm eine Plattform für seine Ambition sozusagen. Pfoten für die Seele, Charity, Gaming for Charity. Das ist so die Hilfe für die Palliativstation der HSK. Es geht da um Krebshilfe und geht eben darum, dass da zum Beispiel ein Therapiehund eingesetzt wird, um den Menschen, die auf der Palliativstation liegen und ihren Angehörigen die Zeit dort etwas zu erheitern in dieser einer der ja, sicherlich herausforderndsten Tage, Stunden, Monate des Lebens sozusagen. Und ja, der Hund soll eben Freude und Trost spenden, Nah- und Wärme vermitteln. Und diese ganze Geschichte wird natürlich nicht von Krankenkassen übernommen und muss eben ja, so finanziert werden. Und ich denke, der ein oder andere hat sicherlich in der Familie schon einen solchen Fall schon gehabt, dass ein Angehöriger, ein nahestehender Angehöriger an Krebs erkrankt ist und ja, dann derjenige weiß, ja, wie schwer diese Zeit ist. Mir fällt selber schwer, dafür die richtigen Worte zu finden. Aber wir wollen das eben unterstützen, die Palliativstation unterstützen und Seacrowds wird am 30.11. als Plattform für Fallen13 so ein bisschen dienen sozusagen. Ihr könnt ein paar Sachen gewinnen. Was genau, weiß man jetzt noch nicht genau. Was genau in unserem Stream eben am 30.11. um 20.15 Uhr verlost wird. Es wird aber halt auch ein Cloud 2011 und eine Suistar so ein Charity-Stream mitveranstalten, wo er dann halt mit vorbeikommt und mit uns gemeinsam fährt und nebenbei so ein paar nette Sachen verlost. Hier zum Beispiel signierte CDs von Sabaton und ein Plüschtorpedo oder super Bonuscodes für World of Warships. Also eine ganzen Geschichten, Autogramme von Dasha und. Also ist für einiges gesorgt und ja, am Ende seid ihr einfach super herzlich eingeladen. Merkt euch den 30.11. vor. Jeder kleine Betrag, den ihr da spendet, wird helfen. Es geht auch nicht an uns, sondern direkt über betterplace.org wird diese Spende eingesammelt und dann direkt da gut geschrieben, beziehungsweise es wird natürlich auch eine Spendenquittung dafür geben. Also eine Sache, also ihr tut damit rundum Gutes und ja, wir wollen unseren Anteil dazu leisten. Ja, und das war jetzt ein Rückblick und eine Vorausschau. Ganz kurz möchte ich euch noch drei Werte mit auf den Weg geben aus dem Monat Oktober. Insgesamt haben wir im Monat Oktober mehr als 30.500 Aufrufe auf unserem YouTube-Kanal verzeichnet. Das mündete in 281.000 Wiedergabeminuten, also deutlich drüber sogar nochmal. Und dann 285 neue Crowds sind auf YouTube dazugekommen. Ja, und damit haben wir halt am Ende des Monats die 2000 Abonnenten geknackt. Vielen herzlichen Dank dafür nochmal. Und dann kommen wir jetzt zum, ja, Crowdfunding, Seacrowds Euronen. Ja, ihr wisst, wie das System funktioniert. Ihr seid aktiv in den Livestreams und sammelt eben ein paar Punkte. Immer durch eure Aktivität. Und wir sagen für eure Aktivität Danke. Und geben euch dafür was zurück, nämlich Seacrowds Euronen in Form, ja, die dann umgewandelt wird. Wenn ihr 15 Seacrowds Euronen gesammelt habt, werden die umgewandelt. Und zwar in echte Euronen oder echte Euros. Und für diese Euros könnt ihr im Wargaming Store was einkaufen, auf unsere Kosten. Und das ist einfach ein Dankeschön für eure Aktivität, für eure Zeit, die ihr hier bei uns, mit uns verbringt. Und ja, die drei aktivsten des Monats Oktober waren Loradak 99 mit 535 Punkten. Ein Hammerwert, die meisten Punkte überhaupt, glaube ich, aller Zeiten, die wir hier bis jetzt gesammelt haben.
Neophyte 65 belegt Rang 2 mit 471 Punkten und Rang 3 geht an Tom mit 420 Punkten. Ich sage auch im Namen meines Teams vielen, vielen herzlichen Dank für euer Engagement, für eure Zeit, für eure Teilnahme. Unglaublich, wie viel und wie lange ihr immer dabei seid. Es freut mich sehr, euch dabei zu haben. Und ja, natürlich werden wir jetzt die Sieger-Euronen gut schreiben, wenn ich dann wieder angemeldet bin. Und ja, ihr könnt euch jetzt schon freuen auf den Monat November. Das soll es so gewesen sein vom Crowdfunding. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal im Namen meines Teams und von mir natürlich. Haut rein, euer Secrets-Team, euer Andi. Ciao, ciao.